Kommen wir jetzt zum nächsten Referenten, zu unserem nächsten Beispiel, zu Herrn Matthias Binninger. Ja, ach ja, Sie haben die Bildschirmteilung aufgehoben. Matthias Binninger ist Wirtschaftsingenieur im Baubereich und er arbeitet bei der Jako Bau, weiß ich gar nicht, ob es eine GmbH ist, steht hier nicht dabei, ja, bei Jako Bau. Und dort ist er zuständig für Energieprojekte und er hat sich spezialisiert auf die Energiewende im denkmalgeschützten Bereich und er setzt auf die innovativen Ansätze, um denkmalgeschützte Bereiche energetisch zu sanieren und mit kalter Nahwärme zu versorgen. Danke, dass Sie das schon eingeblendet haben. Sein Vortrag lautet Praxisbeispiel Heizen mit kalter Nahwärme im denkmalgeschützten Quartier. Er hat Quartier, ein innerörtliches Quartier, Waldorf-Heslach, gewählt. Und dort stattet er dieses Quartier mit erneuerbaren Energien aus, saniert energetisch und versorgt und deckt den Restwärmebedarf mit kalter Nahwärme. Ihm war es vor allem wichtig zu sagen, ich habe hier ein Praxisbeispiel, ich will zeigen, dass es geht, es handelt sich nicht um Theorie, wir haben es realisiert und Sie wollen das heute gern vortragen und wir freuen uns ganz besonders darüber, Herr Binninger, und sind gespannt auf Ihren Vortrag. Bitte schön. Vielen lieben Dank für die einleitenden Worte. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, freut mich sehr, in diesem Rahmen sprechen zu dürfen. Ich hoffe, Sie sehen mich und verstehen mich. Gut, dann vielleicht ein kurzes Zeichen. Sollte, glaube ich, passen. Wir verstehen Sie sehr gut. Und wunderbar. Wir sehen auch alles gut. Dann starten wir direkt rein. Ja, genau, mir war es tatsächlich wichtig, hier ähnlich wie mein Vorredner in die Praxis einzutauchen. Wir haben ja heute Morgen schon in der Podiumsdiskussion einige Schlagworte aufgenommen. Und hier haben wir schon versucht, eventuell teilweise Antworten auf diese Fragen zu geben. Das heißt grundsätzlich Sanierung, Baudenkmal, Sanieren im Bestand, Innerörtlichkeit und. Das sind alles Themen, die wir ja hier ja miteinander verbunden haben. Kurz zum Einstieg möchte ich ein, zwei Worte dazu sagen, wer wir sind, wo wir herkommen und dann relativ schnell in das Praxisbeispiel eintauchen. Und am Schluss ja, bin ich natürlich gerne offen für Fragen die letzten paar Minuten und freue mich da, mit euch in einen kleinen Diskurs zu kommen. Jako Baudenkmalpflege ist ein 140 Jahre altes Bauunternehmen. Genau, wir beschäftigen uns in verschiedenen Bereichen. Wir machen zum Beispiel Translozierung. Das heißt, wir versetzen ganze Gebäude, versetzen die von A nach B. Heißt, wir bauen Gebäude ganzheitlich ab, stellen es bei uns in der Halle auf, sanieren das, bauen es wieder ab und kommen an einen neuen Ort. Beispielsweise bei Freilichtmuseen der Fall. Oder aber auch im privaten Bereich. Die Gesamtrestaurierung, da werde ich jetzt auch tiefer nachher eingehen in unserem Beispiel, ist eigentlich die gesamte Sanierung von einem Gebäude, weil wir bei Jako haben alle Disziplinen unter einem Dach vereint. Also wir haben eigene Planer, Architekten, wir haben eigene Bauingenieure, wir haben eigene TGA, eigene Statiker, haben auch die Ausführungskomponente bei uns im Haus vereint. Das heißt, wir haben eigene Handwerker, die dann auch unsere Projekte umsetzen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Wertschöpfungstiefe von knapp 100% und das macht es auch möglich, dass wir so komplexe Projekte angehen können. Bauen im Bestand mit Denkmalschutz ist natürlich eine Herausforderung und dadurch, dass wir die ganzen Schnittstellen bei uns im Haus gebündelt haben, gelingen uns diese Projekte. Anders wäre es natürlich, wenn ich hier als GU auftritt und viele Leistungen vergebe und nur noch mit Schnittstellen zu kämpfen habe. Das ist bei uns nicht der Fall. Und zusätzlich, um einfach Vertrauen zu generieren, bieten wir unsere Projekte in Pauschalpreisen an. Das heißt, auch wenn mal ein Projekt floppt, legen wir oben drauf. Ist selten der Fall, aber es gab es schon mal. Das heißt, hier ist uns von Anfang an die Ganzheitlichkeit enorm wichtig. Nebenher machen wir noch ein paar einzelne Restaurierungen, aber das ist nicht der Rede wert. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, wenn wir Gebäude revitalisieren, instand setzen, begegnen wir grundsätzlich nur nachhaltigen Baustoffen. Also ein Gebäude, das 200, 300, 400 Jahre alt ist, besteht per se aus nachhaltigen Baustoffen, sei es Holz, Ziegel, Lehm, was auch immer, Stein. Und wir machen es uns zur Aufgabe, auch eigentlich nur nachhaltige Baustoffe wieder einzutragen. Heißt viel Holz, Baustoffe und, um einfach diesem Gebäude würdig zu werden.
Das heißt, wir haben grundsätzlich eigentlich nur mit nachhaltigen Baustoffen zu tun und die auch natürlich teilweise ja, handwerklich herausfordernd umzusetzen sind, ist. Aber das ist ja durch unsere Erfahrung das geringere Problem. Wo wir uns die Frage gestellt haben, ist, dass wir eigentlich nicht beim Bauen aufhören wollen. Weil wenn wir sagen, wir wollen die Energiewende anpacken, dann müssen wir uns natürlich auch auf den Betrieb konzentrieren. Deshalb haben wir einmal eine Hausverwaltung gegründet, die sich um den operativen Betrieb der unserer Projekte dann kümmert, als auch die JAK Energie GmbH, die eigentlich sich ja, diesen Energiekonzeptionen widmet. Das heißt, hier gucken wir, genau, dass wir Konzepte entwickeln, diese umsetzen, auch schließlich betreiben, weil, habe ich schon gesagt, also wenn wir die Energiewende schaffen wollen, im mobilen Baubereich, dann gelingt es uns das nur im Gebäudebestand. Das zeigt auch nochmal diese Grafik. Das ist sicherlich nichts Neues für die Experten hier, auch unter den Zuhörern. Wir haben den meisten Energiebedarf im Gebäudebestand vor ja, 1980 und davon ist natürlich auch wieder ein Teil denkmalgeschützt. Und genau dieser Komplexität stellen wir uns, also historische Gebäude mit Denkmalschutz, genau diese wollen wir angreifen, diese sanieren und nachhaltig betreiben. Das ist uns unsere Aufgabe, die wir uns ja, zu eigen gemacht haben. Und wie schon gesagt, wir kümmern uns da natürlich mit um verschiedene Komponenten in verschiedenen Maßstäben, sei es einzelne Gebäude. Da spreche ich teilweise auch von Schlössern natürlich, die einfach enorm groß sind, viele Fläche haben und viel Energie benötigen, als auch Areale, Quartiere und perspektive Stadtteile, Städte. Das ist natürlich die große Vision. Das sind wir noch nicht als junge Unternehmung, aber da wollen wir irgendwann mal hin. Entwickeln die Konzepte, setzen die auch tatsächlich um, manchmal auch mit eigenen Mitteln und betreiben die. Also wirklich auch ganzheitlich. Das sind nicht nur die Planer, die das dann abgeben, sondern bis zum bitteren Ende ja, gehen wir diese Projekte an und nehmen die ganze Verantwortung mit auf uns. Waldorf Heslach. Um dieses Projekt geht es, was ich vorstellen möchte. Hier haben wir die Ortsmitte einer ja, kleinen Kommune im Speckgürtel von Reutlingen, also auch im weiten Speckgürtel von Stuttgart in der Gegend. Da ist es so, dass die Ortsmitte jahrzehntelang eigentlich stillstand. Da war bis in den 80er, 90er noch innerörtlichen Schweinemastbetrieb. Die Gemeinde hat sich ein bisschen auch tatsächlich geschämt für dieses Quartier, weil es einfach eine Brachfläche war, die heruntergekommen ist und mitten im Ort war. Und auch dieser Ortskern, der früher eigentlich wichtig war, hat nicht mehr stattgefunden. Die waren fast so weit und haben händeringend nach irgendwelchen Partnern gesucht, um quasi dieses Quartier anzugehen, haben ja, Schwierigkeiten gehabt und waren kurz davor, nicht diese Gebäude zerfallen zu lassen, um sie irgendwann mal abzureißen. Wir sind dann da ins Spiel gekommen und haben versucht, dieses ganze Quartier erstmal ganzheitlich zu denken. Da geht es darum, auch erstmal Nutzungen neu zu denken, weil historische Gebäude kann man meiner Meinung nach nur erhalten, wenn man gesellschaftlich relevante Nutzung einzieht. Das heißt, die innerörtliche Scheune, die in der Ensembleschutz steht, diese als Scheune weiterhin zu nutzen, weiß jeder, funktioniert nicht. Deshalb eine neue Nutzung einziehen, die auch Relevanz erzeugt. Und so haben wir das auch hier gemacht. Wir haben hier im Ort in der Heidlinsgasse, das ist das Gebäude hier rechts unten, ein Ärztehaus eigentlich umgesetzt, um auch den örtlichen Arzt zu halten, Physiopraxis einzuziehen. Zusätzlich noch ein paar Wohnungen. Die Rathausgasse, komme ich nachher dazu, wird öffentlich genutzt von der Gemeinde als Bürgerbüro und ja, Büroflächen. Als auch haben wir einen Neubau gemacht, der natürlich ja, die Wohnungsnot da ein bisschen lindern soll. Und das heißt, hier haben wir einfach, was die Nutzung angeht, ein guter Mix. Wir haben auch noch ein kleines Kulturcafé, die Molkerei. Und da komme ich auch noch mal später drauf zurück, was das für einen Vorteil hat mit diesen verschiedenen Nutzungen. Hier sehen wir noch mal das Quartier. Da war wirklich fast gar nichts. Wir haben auch hier eine Brachfläche innerörtlich, die ungenutzt war. Und das ist das Quartier. Wir haben 2018, 2019 angefangen, hier um das Quartier uns zu kümmern. Und genau. Hier geht es jetzt schon los mit der Thematik. Wir haben uns die Frage gestellt, wenn diese Gebäude so nah beieinander liegen, ob das natürlich auch in der gemeinsamen Wärmeversorgung Sinn machen könnte, die zu betreiben. Haben wir tatsächlich weiter erforscht und sind dann mit unserem Partner dazu gekommen, hier ein kaltes Nahwärmenetz zu realisieren. Und zwar unter dem Neubau
haben ja um die 30 Erdsonden abgeteuft zwischen ja, 90 und 120 Meter und also unter der Tiefgarage und versorgen dann über unser Netz dezentral die Heizzentralen der denkmalgeschützten Gebäude. Das heißt hier, dieser Neubau ist letztendlich eigentlich das Kraftwerk für die umliegenden Gebäude, die denkmalgeschützt sind, wo eine örtliche Wärmeversorgung natürlich schwierig ist, außerhalb von den üblichen Methoden, die wir kennen. Das Ganze lief auch unter dem BAFA Wärmenetze 4.0 Programm. Da waren wir tatsächlich eines der ersten oder vielleicht auch das erste Projekt, was da gefördert worden ist. Und natürlich in einer besonderen Konstellation mit diesen denkmalgeschützten Gebäuden, was natürlich sicher nicht einfach ist. Kalte Nahwärme muss ich, glaube ich, nicht erklären. Das ist, glaube in dem Kreis nichts Neues. Wir fördern hier einfach Temperaturen zwischen 4 und 12 Grad aus dem Erdreich, bringen die an die Oberfläche, dort über einen Wärmetauscher, über die Wärmepumpe wird dann die mit Zufuhr von Strom einfach Wärme hergestellt, die dann quasi genutzt werden kann zum Heizen. Das ganz kurz, wenn da Fragen sind, können wir gerne später nochmal drauf eingehen. Die Dachflächen haben wir natürlich mit einer PV-Anlage ausgestattet. Hier auch Besonderheit bei den denkmalgeschützten Gebäuden, ist es ja nicht ohne weiteres möglich, einfach PV-Modulen auf die Dächer zu bringen. Deshalb auch hier dieser Neubau, darum meine ich das auch ernst mit diesem Neubau, was eigentlich das Kraftwerk ist für die umliegende Gebäude, weil wir hier quasi über einen Umweg dafür sorgen, dass auch für die Wärmepumpe örtlich Strom produziert wird. Ich habe auch noch ein paar Bilder dabei von der Baustelle, also hier vor die Tiefgarage umgesetzt worden ist, haben wir die Erdsonden abgeteuft, haben die dann quasi zusammengebracht in Verteilerschacht. Hier haben wir auch die vom Verteilerschacht die Anbindeleitung in die Gebäude. Auch hier Vorteil von kalter Nahwärmenetz. Ich habe kein gedämmtes Netz. Das heißt, es sind eigentlich ganz simple Rohrleitungen, die ein Wasser-Glykol-Gemisch in sich haben, was man für die Wärmeübertragung dann nutzen kann. In den Gebäuden, und das ist sicherlich auch eine gewisse Besonderheit, wir starten eigentlich in der Regel alle Gebäude, alle denkmalgeschützten Gebäude mit flächigen Heizungen aus. Wie man auch hier sieht, auf dem linken Bild, da hat man ein bisschen mit Feuchte zu kämpfen. Darum haben wir hier auch quasi eine halbe Wandheizung umgesetzt. Und ansonsten arbeiten wir ausschließlich bei Jaco mit Flächenheizung. Hat einfach den Vorteil, dass aufgrund von diesen Materialmixen, aufgrund von diesen ganzen Wand- auf Bodenaufbauten, versuchen wir immer eigentlich die Bauteile flächig zu erwärmen. Hat den Vorteil natürlich, dass solche Gemäuer mit 30, 40, manchmal 60 Zentimeter Stärke, wenn die nach ein, zwei Heizperioden mal erstmal richtig trocken sind, dann haben die eine enorme Speicherkapazität. Das machen wir uns auch zu eigen, wenn wir zum Beispiel dann Richtung Lastenmanagement gehen und die Wärmepumpen kurzzeitig ausschalten müssen, weil wir uns eine Spitzenlast fangen im Netz. Dann kann es sein, dass einfach die Wärmepumpe mal für eine 2, 3, 4, vielleicht auch mal eine Viertelstunde aus ist, macht aber nichts, weil die Gebäude, wenn die warm sind, die ganze Wärme wieder zurückstrahlen. Das heißt, das große Problem Speichern von Wärme ist eigentlich hier weniger das Problem, weil wir einfach diese massive Bauteile als Wärmespeicher nutzen. Das ist sicherlich ein Riesenvorteil. Rechnerisch ist es natürlich eine gewisse Herausforderung, das zu berechnen. Da greifen wir natürlich auch intensiv auf unsere Erfahrungswerte zurück, weil sowas zu rechnen ist bestimmt nicht einfach und ist oftmals auch ein bisschen zu weit weg von der Praxis. Da können wir einfach auf unseren Erfahrungsschatz zurückgreifen und nutzen dem Dachgeschoss. Ähnliches Vorherbild, auch vor Fußbodenheizung. So schaut dann die fertige Fläche aus. Ist jetzt hier ein Physio mit seinen ganzen Geräten. Genau. Die Molkerei, das war das Event-Café für die Gemeinde, haben wir auch revitalisiert und auch hier flächige Heizsysteme eingebaut. Hier teilweise auch in den Decken, weil der Fußboden noch original ist, teilweise auch in den Wänden. Und genau, hier nochmal ein Blick auf die Heidlinsgasse, das ist das Ärztehaus. Und was wir hier eigentlich versucht haben zu machen, ist eigentlich mal ein Prototyp zu starten, wie Kommunen mit solchen Quartieren umgehen können. Weil in unserem
Projekten begegne, ganz, ganz oft eine ähnliche Konstellation. Innerörtlichkeit ist meistens eben ein bisschen herausfordernd, was dann ein Nahwärmenetz angeht. Also das in Bestand umzusetzen, ist meistens herausfordernd. Teilweise ist man da einfach auch noch ein bisschen skeptisch, auch was Tiefengeothermie angeht etc. Und ja, wir machen uns einfach hier zu eigen, dass dieser heterogene Mix von Nutzung sehr vorteilhaft ist und schauen, dass wir einfach da auch mit der Nutzung einfach eine gewisse Relevanz erzeugen. Hier sieht man auch nochmal ein weiteres Bild. Dort haben wir dann begonnen, die Tiefgarage für den Neubau umzusetzen und im linken oberen Bereich ist dann, sind wir hier in der quasi in den letzten Zügen der Fertigstellung der Rathausgasse, die auch komplett mit flächigen Heizsystemen und der dezentrale Wärmepumpeinheit ausgestattet ist. Genau. Hier nochmal ein genaueres Bild. Auch hier haben wir überwiegend Dämmputze verwendet, teilweise 6-8 cm stark, um natürlich auch hier die Gebäudehülle ein bisschen zu ertüchtigen. Machen wir auch manchmal von der Innenseite, je nach Möglichkeit. Es ist natürlich meistens nicht so einfach, das pauschal zu sagen, aber bringen auch hier mal überwiegend Holzfaserdämmung ein. Ja, circa auch so 6-8 cm, um natürlich auch zu gucken, dass die Bauteilfeuchte, dass wir die in den Griff bekommen. Und schauen, also hier ist natürlich ein WDVS oder sowas undenkbar, das ist klar, aber mit diesen Dämmputzen, die teilweise auf mineralischen Basis natürlich teilweise doch effizient sind, können wir da auch eine Außendämmung teilweise verzichten. So schaut es dann aus, wenn das fertig ist. Genau. Grundsätzlich, was wir hier geschafft haben, ist tatsächlich den Einklang zu finden zwischen Denkmalschutz in Form von den baulichen Aspekten, also von den energetischen. Wir haben innerörtlich ein Nahwärmenetz gebaut mit Erdsonden, was eigentlich auch fast ist mir so nicht bekannt. Wir haben da tatsächlich auch einen Präzedenzfall, einen rechtlichen ausgelöst, weil unsere Erdsonden oder unser Erdsondenfeld wurde dann auch bergrechtlich untersucht, weil wir über 100 Meter gegangen sind. Das ging sogar so weit, dass es auch bei den Behörden in Berlin gelandet ist, zur Prüfung, ob das ein atomares Endlager sein kann und, und. Also diese ganzen Spirenzen sind wir da durchgegangen, weil wir einfach mal gesagt haben, wir wollen jetzt da nicht lange reden, sondern wirklich in die Umsetzung kommen und haben da wirklich dieses herausfordernde Projekt aus dem Boden gestampft, weil auch das für uns natürlich als Unternehmung in dieser Größe ein Pilot ist, aber wir sehen da durchaus das Potenzial, weil einfach die Projekte, mit denen wir jetzt zu tun haben, eine ganz, ganz ähnliche Konstellation mit sich bringen. Werde ich auch später nachher noch mal kurz drauf eingehen. Mit der Gewinnung der Erdwärme plus PV-Strom von der eigenen Anlage plus natürlich überschüssiger Strom, den wir aus dem Netz brauchen, Ökostrom selbstverständlich, haben wir hier tatsächlich eigentlich nahezu CO2-neutrales Energienetz, was die Wärmeversorgung angeht. Das ist sicherlich besonders, zumal wir auch hier einfach schaffen, Denkmalschutz, erneuerbar, nachhaltig, CO2-arm zu versorgen. Da haben viele abgewunken, viele potenzielle Projektpartner gesagt, ja, das ist ein bisschen utopisch und, gerade innerörtlich mit Erdwärme und. Wir haben es trotzdem gemacht. Natürlich wirtschaftlich war es durchaus ein Risiko. Mit der Förderung wurde das ein bisschen abgefedert. Aber auch hier wollten wir einfach mal beweisen, dass geht, weil wir einfach große Hoffnung sind, dass wir dieses Projekt multiplizieren können in einer ganz ähnlichen Anordnung. Das ist tatsächlich der Fall. Ich habe hier 4-5 Projekte auf dem Schreibtisch, die eigentlich genau dieselbe Konstellation haben, bei denen wir einfach viel, viel schneller sind und mit dem Erfahrungsgewinn von diesem Projekt. Also hier eigentlich ein emissionsarmes Netz innerörtlich, was historische Gebäude vor Ort dezentral mit erneuerbaren Energien versorgt. Das ist sicherlich was Einmaliges. Auch preislich sind wir in einen Bereich gekommen. Das hat teilweise auch mit dem Wärmenetz zu tun, weil die Preiseffizienzklausel da am Anfang relativ restriktiv war, da mussten wir unter 12 Cent die durchschnittliche Kilowattstunde im Jahr sein. Haben wir auch geschafft, trotz historischer Baubestand und können hier quasi jetzt im Durchschnitt mit dem Neubau, mit dem Altbau
den Quadratmeter um die 8,70 Euro anbieten. Sicherlich ein Durchschnittswert im Bestand. Natürlich haben wir ein bisschen höheren Preis. Aber in dem Neubau, was ein KfW 55 Standard hat, sind wir auch deutlich unter diesen 8,70 Euro. Also die Gemeinde ist uns auch da relativ dankbar, weil die großteils der Gebäude nutzt, also auch Teil von Neubau. Die hatten dann auch gemeint, also so eine günstige Möglichkeit hatten sie selten, weil auch natürlich in einem anderen Stadtgebiet auch ein kleines Nahwärmenetz über Hackschnitzel ist, die ganz andere Preise aufrufen. Also auch hier nicht nur energetisch, sondern auch wirtschaftlich können wir hier, glaube ich, sehr konkurrenzfähige Preise anbieten, was ja für uns schon eine kleine Besonderheit ist. Was wir auch haben, ist im Neubau in der Tiefgarage haben wir Stromschienen angebracht, mit denen quasi die Nutzer nutzen können, um dort ihre E-Ladestation, Dockingstation anzubringen, um quasi auch nochmal die Eigennutzungsquote der PV-Anlage zu erhöhen. Darüber hinaus bieten wir auch noch Strom für die Mieter des Neubaus an. Das heißt, dieser Strom, der direkt vom Dach kommt, wird auch für die Nutzer möglich gemacht. Natürlich preislich auch ein bisschen attraktiver als aus dem Netz. Was ich vielleicht auch noch vergessen habe, ist, dass wir die dezentral angeordneten Wärmepumpe auch mit eigenem Strom versorgen. Das heißt, wir haben tatsächlich hier ein Arealstromnetz gebaut, was wir auch selbst betreiben, um quasi hier auch die Möglichkeit haben, dieses Lastenmanagement effizient zu fahren. Das heißt, teilweise Absenkung der Wärmepumpen und. Das ist alles natürlich intelligent miteinander vernetzt, dass wir die Steuerungsmöglichkeit haben, alles wird gemessen. Bei jedem Zähler ist eine intelligente Messung dabei, die wir auch digital abgreifen können, um dort quasi einfach die Lastgangoptimierung zu fahren. Und auch hier ist natürlich vorteilhaft, dass wir mit dem Neubau, was eher wohnlich genutzt wird, morgens und abends intensivere Nutzungen haben, als dass wir jetzt in den Büro- und Gewerbeflächen oder auch in den Arztpraxen Tagesnutzungen haben, wo einfach dieser Gleichzeitigkeitsfaktor schön ausbalanciert wird, was natürlich enorm vorteilhaft ist. Grundsätzlich ist das Netz wir haben es jetzt erstmal auf 20, 25 Jahre gerechnet, wohl wissend, dass die Erdsonden viel länger halten werden. Da gibt es Erfahrungen oder Hochrechnungen, die sagen, 70, 80, 90 Jahre ist kein Problem. Bei den Wärmepumpen ist es natürlich üblich, 20 Jahre. Dann schaut man, ob man die noch ein paar Jahre länger laufen lassen kann. Aber 20, 25 Jahre werden auch die ausgetauscht. Und genau. Also wir nutzen letztendlich den Strom des Daches, um vor Ort die Wärmepumpen zu nutzen. Und haben dann natürlich maximalen Einfluss auf die Steuerbarkeit und ist einfach emissionsfrei. Also auch weder Schall noch sonst was. Das ist eigentlich ein sehr, sehr nutzerfreundliches Konzept. Und insgesamt haben wir es einfach geschafft, nicht nur jetzt mit diesem Energienetz, sondern auch baulich, da einfach diese Ortsmitte wieder in den Mittelpunkt zu rücken, auf den Marktplatz gebildet, der dann dafür sorgt, dass sich die Leute wieder gerne aufhalten. Ein Eventcafé, Kulturcafé, wo die Bürger dann auch herzlich einlädt. Und so das Fazit ist sicherlich, oder eines der wichtigen Punkte ist sicherlich, dass das Projekt so in der Ganzheit nur geklappt hat, weil wir wirklich alles aus einem Guss gemacht haben. Wir hatten maximalen Einfluss auf die baulichen Aktivitäten der Sanierung, also auf den Neubau. Das heißt, wir waren da in permanenten Abstimmung mit den TGA-Lern, die dann natürlich die Gebäude gerechnet und geplant haben und konnten natürlich so maximalen Einfluss üben auf die Gestaltung des Gesamtnetzes. Das wäre sicherlich anders gewesen, wenn wir hier verschiedene Akteure eingebunden hätten, die ja teilweise vielleicht andere Interessen vertreten hätten, was einfach auch die Versorgung angeht. Darum haben wir hier wirklich das gelingend umsetzen können, weil wir einfach alles aus einer Hand angeboten haben und umgesetzt haben und auch schließlich betreiben. Was für die Gemeinde als Hauptnutzer auch ganz wichtig war, dass wir jetzt nicht da einfach sagen, jetzt ist es gebaut und das war's, sondern wir betreiben das auch 20 Jahre lang mindestens. Und dann muss man mal gucken, ob wir das teilweise an die Gemeinde abverkaufen oder wie auch immer. Das ist aber Zukunft. Und genau, so viel
dazu auf jeden Fall mal zu dem Netz. Ich habe jetzt noch zwei, drei andere Ausblicke für Projekte dabei und dann können wir auch gerne dann in die Diskussion einsteigen. Eutin, Adlerareal, das ist auch, Sie sehen es, eine ganz ähnliche Voraussetzung. Wir haben hier auch Bestandsgebäude, die unter Denkmalschutz stehen, als auch Kapazität für Neubau. Hier sind wir inhaltlich noch mal viel, viel weiter gegangen, auch energetisch. Also inhaltlich ist es so, dass wir hier ein Quartier bauen, was eigentlich einen Querschnitt der Generation abbilden soll. Wir haben vorne eine Kindertagesstätte, eine Tagesnutzung. Wir haben eine Demenzpflege. Allerdings haben wir auch ganz normale Wohnungen, also auch Mikroapartment. Das heißt, eigentlich kann man in dem Quartier geboren werden und durchläuft eigentlich alle Gebäude, je nach Phase des Alters oder nach der Lebenssituation. Hier ist sicherlich nochmal spannend, dass wir hier einfach nochmal ein paar Schritte weitergehen, was das Energienetz angeht. Wir werden hier unter anderem die Tiefgarage thermisch aktivieren. Ansonsten arbeiten wir hier wahrscheinlich auch mit Erdwärme. Das ist gerade noch in der finalen Prüfung. Auch hier befinden wir uns in einem Forschungsprojekt zusammen mit der Uni Stuttgart, weil wir hier nochmal was ganz Tolles eigentlich entwickeln wollen. Und zwar sind wir gerade in der Entwicklung von einem Biberschwanz-Dachziegel, der thermisch und photovoltaikmäßig aktiviert werden soll. Also das heißt, dieses Argument PV-Anlage auf denkmalgeschützten Gebäude wollen wir damit umgehen, dass wir quasi gerade einen Biberschwanz-Ziegel entwickeln, also quasi so ein Sechser-Modul, wo quasi eine kleine PV-Fläche eingearbeitet ist, natürlich also matt und rot eingefärbt, dass man die eigentlich kaum sieht, als auch thermisch aktiviert. Das heißt, diese Umweltenergie, solare Einstrahlung nutzen wir, um quasi dort Umweltenergie zu generieren, um über die Wärmepumpe dann zu gewinnen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Da stecken wir auch viele Hoffnungen rein, weil wenn wir die ganzen Dächer mit solchen Dachsteinen belegen können, dann brauchen wir auch gar keine örtliche Erdsonden, weil ich habe mir auch die Frage gestellt, gut, was machen wir jetzt in einem Fall, wo jetzt innerörtlich einfach kein Platz ist für ein Erdsondenfeld oder sonstiges, sondern dann wollen wir einfach die Dächer aktivieren, die ohnehin schon da sind. Und nach aktuellen Hochrechnungen ist es tatsächlich so, dadurch, dass wir so massig Dachflächen haben, die thermisch und photovoltaikmäßig aktiviert werden, dass es dann gar kein Problem ist, tatsächlich das Gebäude fast autark mit Wärme zu versorgen. Hier sind wir gerade auch noch in Entwicklung mit einem Partner für einen Druckluftspeicher, was auch tatsächlich Strom speichern soll, als auch diverse aerogelbasierte Dämmstoffe und für den Neubau, was hier ein Holzbau sein wird, also 100% Holz. Und wollen hier eigentlich fast so weit gehen, dass wir vielleicht schaffen wollen, im Quartier mehr Energie zu produzieren, als das wir dann im Jahr brauchen, bilanziell. Klar müssen wir gucken, wie wir die saisonale Herausforderung angehen, aber auch da bin ich mir sicher, dass wir da eine gute Lösung finden, zumal einfach eine thermisch aktivierte Tiefgarage, die eigentlich fast das ganze Quartier unterkellert sozusagen. Da haben wir natürlich Massen an Speichermasse. Zusätzlich auch, hatte ich eingangs gesagt, wir haben hier rechts oben das Gebäude, ist eine alte Brauerei, ein Wirtshaus, da haben wir auch wieder Wandaufbauten, die einfach immens sind, die wir natürlich auch als letztendlich thermischer Speicher nutzen können. Also auch hier wollen wir es schaffen, historischer, denkmalgeschütztes, geschützter Gebäudebestand vor Ort dezentral mit erneuerbaren Energie zu versorgen. Da bin ich mal gespannt, wie das ausschauen kann. Hier sieht man auch nochmal, wie die Neubauten im Vergleich zu den Bestandsgebäuden ausschaut. Und da befinden wir uns gerade, die Planungen sind jetzt bald finalisiert. Da wird es dann Anfang nächsten Jahres losgehen in den Umsetzungen. Und genau. Ein weiteres Projekt, Schloss Liebenstein, dann eröffne ich auch gerne die Runde zur Diskussion. Hier ist es auch so, dass wir hier natürlich enorm viele Quadratmeter haben an Nutzung. Das ganze Schloss soll als Hotel umgebaut werden.
weil letztendlich die ganzen Wirtschaftsgebäude brach liegen. Lediglich dieses Hauptgebäude wird aktuell noch als kleines Hotel genutzt, was natürlich ja wirtschaftlich sehr herausfordernd ist, weil einfach die Betriebskosten das Ganze ja deutlich übersteigen, als das mit dem kleinen Hotel vorne erzielt werden kann. Auch hier werden wir sukzessive eigentlich in einem 4-Phasen-Plan das ganze Areal angehen. Und wir haben vor Ort schon eine kleine Energieeinheit. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass wir jetzt da nicht hingehen und sagen, wir reißen die aktuelle Wärmeversorgung komplett raus, weil in dem Fall ist es so, dass die Wärmeversorgung ungefähr 10 Jahre alt ist. Das ist eine Gasversorgung. Und die jetzt rauszuschmeißen und sofort umzuswitchen, wäre natürlich aus Nachhaltigkeitsgründen alles andere als klug. Drum werden wir dann in der 3. Phase in circa 10 Jahren erst die Gasversorgung austauschen, das ganze Areal auch mit erneuerbaren Energien vor Ort versorgen. Ich habe hier mal ein paar Skizzen. So schaut das aus. Das Areal, natürlich teilweise imposante Gebäude, dem Denkmalschutz. Und hier ist eine kleine Skizze, wie auch hier ein Nahwärmenetz ausschauen könnte. Nahwärmenetz ist hier ein bisschen übertrieben, ist eigentlich eine Arealversorgung. Und genau, soweit so gut. Angesichts der Zeit würde ich sagen, eröffnen wir die Runde. Vielleicht sind ein paar Fragen gekommen. Und genau. Ja, Herr Benninger, ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Das sind ja wirklich sehr schöne Projekte, die Sie uns vorgestellt haben. Gerade im Denkmalschutz, da sagt man ja doch immer, da können wir die hohen energetischen Standards gar nicht erreichen. Sie gehen das an mit viel Fantasie und ja, vielen Innovationen. Und wir haben einige Fragen sind eingegangen. Und bevor ich aber jetzt auf diese Fragen zu sprechen komme, erlaube ich mir einfach mal selber eine Frage zu stellen. Und zwar, Sie haben ja für diese Sanierung des Altbaubestandes, was wirklich toll aussieht und mit kalter Nahwärme, das ist schon was Besonderes. Aber Sie haben ja doch da immer den Neubau als festen Bestandteil mit drin. Wäre ein solches Ergebnis, wie Sie es jetzt erzielt haben, jetzt insbesondere in Waldorf-Hesslach, auch möglich? Also es wäre, es kann ich glaube ich so beantworten, ohne den Neubauanteil wäre es sicherlich nicht möglich, es so zu erzielen. Und Sie haben so sehr konkurrenzfähige Preise für die Wärmeversorgung. Würde das alles gehen, ohne dass man diese, ich glaube 50% Förderung ist es durch die Wärmenetze 4.0 erhält? Braucht man für solche Projekte dann eben diesen Fördersatz? Das so. Genau, das sind die, also ich betrachte die ganzen Projekte auch natürlich sehr unternehmerisch, weil wir uns Unternehmen natürlich uns schnellstmöglich unabhängig von den Fördermitteln machen wollen. Das sind genau dieselben Fragen, die ich mir auch für die zukünftigen Projekte stellen werde. In Waldorf-Hesslach, das ist tatsächlich unser Pilotprojekt, da haben wir natürlich die Fördermittel abgegriffen und ganz bewusst diesen Neubau so inszeniert, dass er als Kraftwerk für die Bestandsgebäude dient. Da wollten wir einfach mal beweisen, es geht vor Ort historische Gebäude erneuerbar eigentlich mit CO2-Neutralität zu betreiben. Das ist richtig. Bei den zukünftigen Projekten ist es sicherlich so, dass wir die Autarkie, also unabhängig des Neubaus stärken wollen. Das heißt, je nachdem, wenn Freiflächen da sind, ist natürlich die Erdwärmeversorgung auch unabhängig des Neubaus interessant. Dort ist natürlich die Frage des Stroms sicherlich relevant. Wo kommt der Strom her? Sicherlich eine berechtigte Frage, aber da hatte ich eingangs auch oder jetzt im letzten Teil kurz davon berichtet, dass wir gerade an diesem ja, sehr hoffnungsvollen hoffnungsvolle Komponente am Entwickeln, am Forschen sind, dass auch im Denkmalbereich PV-Module als eingebaut, als Biberschwanzziegel tatsächlich verwendet werden können. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir tatsächlich unabhängig vom Neubau, weil dann letztendlich alle Altstadtdächer damit belegt werden können und dann braucht man auch gar nicht mehr unbedingt eine gravierende Tüchtigung der Gebäudehülle, weil die Massen der Dächer sind so immens und es ist einfach eine Skalierungsfrage, dass wir dann dort die Gebäude fast autark mit diesem Dach versorgen können. Und da setzen wir große Hoffnung rein, weil, Sie haben es richtig gesehen,
Momentan ist der Neubau ein zentraler Schlüsselstein, aber von dem wollen wir uns auch unabhängig machen, sondern dann eher zukünftig als Bonus sehen. Darum haben wir diese Entwicklung angeschoben und ja, bin gespannt, ob das dann nächstes Jahr im Adlerareal auf die Dächer kommt als erster Prototyp deutschlandweit oder nicht fast europaweit. Thermisch aktivierte Dächer gibt es ja schon im Bestand. Wir hören dann mal nach, ob das geklappt hat oder nicht. Also jedenfalls ein tolles Vorhaben, tolles Projekt. Und da schließt eigentlich auch gleich die nächste Frage an von Herrn oder Frau Clement. Wieso haben Sie nur, also das betrifft Waldorf-Hesslach, wieso haben Sie nur auf PV und nicht auf PV und Thermie gesetzt? Ja, auch ein richtiger Punkt. Das ist mir auch tatsächlich ein kleines Dorn im Auge, weil wir müssen auch gestehen, also wir sind in den letzten 3-4 Jahren haben wir uns von 60 Mitarbeiter auf 160 Mitarbeiter entwickelt und waren tatsächlich anfangs für dieses Neubauvolumen unterbesetzt. Das ist einfach so, weil wir auch das erste Mal so einen großen Neubau gemacht haben und da ging es tatsächlich dann relativ schnell in den Pragmatismus, dass wir natürlich dort keine PVT-Module eingebaut haben, sondern nur PV-Module. Würden wir rückwirkend natürlich nicht mehr machen. Das sind einfach tatsächlich Anfängerfehler, wenn man das so möchte. Aber dann sammeln Sie seine Erfahrung. Das Erdsonnenfeld war damals schon dimensioniert, weil wir auch nicht genau wussten, bauen wir überhaupt ein Quartiersnetz? Wie können die Erdsonden dann dezentral mit Strom versorgt werden? Oder werden die einfach, ist das Wärmenetz an sich quasi so ausgelegt, dass wir den Strom von den einzelnen Gebäuden holen und was dann auch der Mieter zahlt? Das war alles noch in Klärung. Darum haben wir gesagt, gehen wir mal ein bisschen in dem Bereich auf Nummer sicher machen, eine ganz klassische PV-Anlage, die wir dann natürlich ganz normal betreiben für das Netz. Aber sicherlich auch. Dann habe ich eine Frage, die sich im Prinzip da anschließt, nochmal bei der PV. Wie groß ist die PV und die Batterie? Das fragt Miguel Martinez Sanchez. Also 80 Kilowatt Peak PV-Anlage und die Batterie haben wir da tatsächlich nicht. Wir haben aber vorgehaltene Räume, um theoretisch Batteriespeicher einzubauen. Wir wollen das Netz auch hier erstmal 1-2 Jahre in Betrieb halten, um dann quasi gucken, wie verhalten sich eigentlich die Wärmespeicher, wie sind die Pufferspeicher dimensioniert, wie verhält sich das, um dann quasi dort additiv quasi nochmal einen Batteriespeicher einzubauen. Genau. Danke. Ich habe noch einige weitere Fragen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen in der uns verbleibenden Zeit. Wir haben noch 5 Minuten. Herr Schuchert fragt, wie effizient sollen die Wärmepumpen im sanierten, denkmalgeschützten Gebäude laufen? Welche Jahresarbeitszahl wird angestrebt, beziehungsweise erreichen Sie auch schon? Die sind um die 4 und teilweise auch höher. Also in der Heitlingsgasse, das jetzt schon das ganze Jahr lang läuft, da sind wir auch schon Richtung 4,5, fast 5. Was natürlich enorm super ist. Damit hätten wir es nicht gerechnet, aber auch das war Förderbedingung, über 4 zu sein, klar. Aber das kriegen wir hin. Gut, danke für die Antwort. Und dann eine Frage von Hannes Braun. Wie wird im Projekt mit der Winterlücke, hoher Heizbedarf, geringer PV-Ertrag umgegangen? Werden die Daten des Projektes auf das Jahr bilanziert oder wie machen Sie das? Also wir haben immer Ganzjahresbetrachtung bei allen Zahlen, die ich genannt habe. Das ist immer der Jahresquerschnitt. Und da ist es tatsächlich so, wir haben schon, also wir setzen zum Beispiel flächige Heizsysteme schon in den letzten 10, 15 Jahren in unsere Projekte ein, haben da tatsächlich auch große Bauvolumen, teilweise natürlich Schlösser und sonst was. Und da ist es tatsächlich so, das ist eine ganz besondere Sache, dass auch selbst, wenn es draußen kälter wird, dass die Innenseiten der Wände Wärme abstrahlen, die einfach das ganze Jahr lang aufgeheizt worden sind, weil einfach die Wandquerschnitte so immens sind und so massig an Speichervolumen sind, die strahlen tatsächlich dann auch Energie ab. Das heißt auch selbst im Winter, je nachdem, das kommt natürlich bei einem Holzständerbaufachwerk, ist es natürlich anders als bei einem massiven Gebäude der Fall. Aber das ist ganz individuell anders. Also natürlich haben wir hier im Winter einen höheren Heizbedarf und da ist natürlich der Zuzug aus dem Stromnetz sicherlich noch, macht durchaus einen Teil aus. Aber das gucken wir jetzt einfach mal, wie wir das optimieren, weil wir haben jetzt noch keinen Erfahrungswert in dem Bereich und schauen dann einfach mal, wie das sich die nächsten 1, 2, 3 Jahre einpendelt, um dann auch das weiterhin zu optimieren.
Wäre ja dann interessant, da auch mal weiter hinzugucken. Und dann die nächste Frage haben Sie, glaube ich, schon beantwortet. Wer ist Netzbetreiber des kalten Nahwärmenetzes? Das ist Ihre Firma Jako Energie, nicht wahr? Genau. Ja. Und Frau Kessler fragt, können Sie das Mieterstrommodell kurz etwas umfassender erläutern? Ja, das ist die Zeit, haben wir noch. Wir haben noch 3 Minuten. Jako betreibt die PV-Anlage und vermarktet den Strom. Wie funktioniert die Abrechnung mit den Mietern? Vielleicht machen Sie es nicht so umfassend, sondern kurz. Ja, also es ist kein Mieterstrommodell. Wir haben hier ein eigenes Arealstromnetz mit EVU-Zähler, die über einen Netzbetreiber betrieben werden und sind einfach Stromhändler letztendlich. Mhm. Gut. Also kurz. Ja, ich glaube, wir lassen es jetzt so kurz, weil ich möchte doch noch möglichst viele Fragen. Wird in Weitingen ein Konzept ähnlich dem E-Tank umgesetzt? Fragt Herr Clement. Fragt, was ist damit gemeint? Das weiß ich jetzt auch nicht, kann ich nicht sagen. Okay. Nur dann nehmen wir mal die nächste. Welchen U-Wert erhalten die Wände mit 6 cm Dämmputz und 6 cm Holzfaser? Fragt Miguel Martinez. Das sind Spezialfragen, können wir gerne im Anschluss klären, weil es natürlich auch auf die Wände drauf ankommt. Und da müsste ich tatsächlich beim TGA dann nochmal auf die Detailfragen. Sind Sie nachher vielleicht auch noch in der Lounge und ansprechbar? Genau, durchaus, ja. Okay, gut. Dann nehme ich die Frage, die nächste. Ich muss einfach der Reihe nachgehen. Jetzt sind so viele. Geht auch die Versorgung der Wärmepumpe im Winter mit der PV? Das hatten wir eigentlich jetzt, ne? Dass es so klappt. Dann fragt Jochen Gerz. Wegen des schlechten AV-Verhältnisses und den nicht ausreichenden Dachflächen im Geschosswohnungsbau werden akzeptable Autarkiewerte nicht erreichbar sein, vor allem nicht in der Winterperiode. Die steht diametral im Gegensatz zum Vorredner. Warum sind die Neubauten nicht besser? Ja, das war mein Dauerargument gegen den Neubau, nämlich die Neubauqualität. Da hätte ich mir durchaus mehr gewünscht, aber habe ich auch schon erzählt, erster Neubau werden wir auch so nicht mehr machen, definitiv nicht. Ja, Punkt. Mhm. Und dann besser sein in Zukunft, definitiv, klar. Ja, Sie lernen, Sie korrigieren den Weg im Laufen. Wir hatten das Projekt angeschoben, da war unser Team einfach noch deutlich klar und war echt überfrachtet mit so einem 15-Millionen-Bauprojekt. Das hat uns fast umgeworfen. Drum, wir sind einfach eine kleine Bauunternehmung und für das sind wir, glaube ich, doch relativ. Gucken wir, dass das Mögliche möglich gemacht wird. Dann habe ich hier noch eine Bemerkung von Herrn Gerz. Fachwerk hat keine nennenswerte Speichermasse. Ich lasse das mal so stehen und komme zur nächsten Frage. Stichwort PVT-Kollektoren. Wollen Sie die Solarthermie nutzen, um das Erdreich aktiv zu regenerieren? Wie stark kann hierdurch der Bohraufwand für die Erdsonnen reduziert werden? Das ist ganz individuell zu betrachten. Also in der Hoffnung ist es so, dass wir tatsächlich keine Erdwärmesonden oder thermische Brunnenanlagen brauchen. Das sollte theoretisch reichen. Wir werden doch, glaube ich, zusätzlich das Erdreich aktivieren sozusagen, aber kann natürlich dann gerade im Sommer degeneriert werden, was natürlich immens Vorteil hat. Also ein weiteres Projekt, da ist es so, dass wir wahrscheinlich von 45 Erdsonden mit einer Tiefe von 45 Meter durch eine thermische aktivierte Dächer teilweise bis zu einem Drittel dann sparen können an Erdsonden, was sicherlich super ist. Also gerade durch diese höhere Effizienz, durch die Regeneration im Sommer. Herr Binninger, es ist 1:15, wir sind gehalten, pünktlich Schluss zu machen. Ich ignoriere jetzt die noch restlichen Fragen. Wenn Teilnehmer noch Interesse haben, sie sind dann in der Lounge zu treffen gleich. Wenn ich das richtig sehe, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist, glaube ich, der Begriff dafür. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für diesen interessanten Vortrag. Wir werden das im Auge behalten und gucken, wie entwickelt sich das wirklich. Gerade der denkmalgeschützte Bereich ist ja wichtig. Und auch nochmal mein herzlicher Dank an Herrn Peper. Wir sehen Sie sicherlich im nächsten Jahr mit einem anderen Beitrag hier wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und eine geruhsame Pause von 30 Minuten und vielleicht können Sie Ihre Fragen an die Referenten dann jetzt im Nachgang noch in der Lounge stellen. Sehr gerne. Vielen Dank und tschüss. Ciao.